Hallo YouTube, da sind wir wieder zurück auf der Bergischen. Ich bin am Maislegen und ja, mir geht die Saat aus. Ich habe vielleicht gerade die Hälfte vom Feld gemacht. War ein bisschen mehr wie die Hälfte, wenn man da über sich guckt, aber die Saat geht aus. Deswegen werden wir jetzt mal schnell auf den Hof rennen müssen. Oh, ich merke gerade, ich habe die Musik noch an. Das gibt wieder Mecker Musik aus. Müssen wir mal schnell auf den Hof rennen und müssen mal einen Deutz mit Saatgut holen, damit wir weitermachen können. Damit wir den Mais unter die Erde bekommen. Oh, wie viel haben wir hier eigentlich mittlerweile wieder? 32.000 Liter. Ja, und dann ist mir noch was aufgefallen. Jetzt mit dem Mais funktioniert auch die Unterfußdüngung der Sämaschine. Das heißt, er braucht jetzt auch Saatgut. Das können wir aber gleich gerne uns mal anschauen. Deutsch steht, wir nehmen den. Der Deutsch steht nämlich noch oben am Anhänger. Ups, Handbremse wieder vergessen. Ja, er nimmt sich jetzt auch Saatgut. Was mir prinzipiell, Saatgutdünger. Was mir prinzipiell sehr gut gefällt, dass ich jetzt auch weiß, dass alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, aber ich hatte ja das Problem bei den Sonnenblumen, genau, dass man das Gefühl hatte, dass kein Dünger verbraucht wird. Was ja auch da nicht so war, was sich aber im Nachhinein rausgestellt hat, dass das so war, weil ja, die Sonnenblumen einfach nicht so viel Dünger brauchen. Und da der Mais volle Lotte Dünger braucht, alles was geht auf diesem Boden, 180 beziehungsweise ein Wert von 200, nimmt er sich jetzt auch Dünger aus der Sämaschine. Das ist sehr schön, weil das Feld ist dann fertig gedüngt. Das heißt, man braucht wirklich nur noch aufs Feld, um Unkraut zu spritzen, und dann ist das Feld fertig. Mehr gibt es da nicht mehr zu tun. Finde ich prinzipiell gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, gut, man könnte auch nochmal mit Düngerstreuer drüber fahren, das würde einen nicht umbringen jetzt. Aber prinzipiell ist es gar nicht schlecht, dass das auch ohne geht. So. Von dem Radler, da heizen wir jetzt nicht quer über die Wiese. Wir wollen den Nachbarn ja nicht mehr kaputt machen, wie es sein muss, auch wenn wir Erlaubnis haben, die Wiese zu benutzen. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. So, Vorgewände außenrum habe ich schon gezogen, also beziehungsweise wir benutzen ja hier die Wiese mit, dann brauchen wir nicht komplett außenrum ziehen. Sondern nur hier oben an der Straße habe ich es entlang gezogen, wo es benötigt wird. So, und jetzt geht es wieder nicht da rein, das hat gut oder was? Das hatten wir doch schon mal bei den Zuckerrüben. Nimmt die das nur von einem Winkel an oder was ist hier mit der Sämaschine nicht in Ordnung? Oder nur in einer Höhe. Das verstehe ich nicht. Genau dasselbe Problem hatten wir doch schon mal mit den Zuckerrüben auf dem anderen Feld. Ich weiß gar nicht, ob ihr da ein Video dabei wart, aber da ging das genauso, dass es sich nicht hat weiter auffüllen lassen. Jetzt da. Also der Triggerpunkt ist sehr, sehr klein bei der Maschine. Die wird auch nach dieser Saison den Hof wieder verlassen. Ich bin nicht glücklich mit der Maschine. Die bekommt der Händler zurück. Und dann kann er die verschachern oder was auch immer. Das ist mir relativ egal. So. Ja, dann machen wir das Feld mal weiter. Düngermaschine, Düngermaschine. Eieieiei. Sämaschine wieder anschalten und los geht er, der Feder.
Ja, Fahrgassen sind mit am Start. Das macht einfach Freude, auch wenn es ein bisschen weniger Ertrag ist. Und man muss halt ein bisschen nachdenken beim Ansehen, ein bisschen gucken. Und es macht schon Spaß. Ja, und wenn ihr jetzt mal unten den Düngerbalken beobachtet, ich tue den mal hier von Joystick, dann kann man das gut lesen. Da war gerade wieder ein Liter weg. Also er braucht sehr, sehr, sehr wenig. Das muss man sagen. Aber er braucht Dünger. Er hat jetzt ungefähr 10-11% Dünger gebraucht mit einer Tankfüllung Mais. So, und unten im links im Fensterchen sieht man ja auch, dass das von Gelb auf Grün wechselt. Das ist dann auch realistisch. So. Müssen wir hier ein bisschen gucken, dass wir uns nicht das komplette kaputt fahren. Da kommen die anderen Fahrgassen runter, da sind die nächsten. Ja, müssten eigentlich die Spitze zu haben. So. Und dann setzen wir jetzt, kommen ja wieder Fahrspuren dazu. Die können wir jetzt ruhig hier ansetzen, dass die in die anderen Fahrspuren mit reingehen. Gucken, ob das gelungen ist. Ja, hier hinten ist ein ganz schönes Knuddel mit Fahrspuren. Aber leider nicht anders machbar. Es sind auch zu viele Fahrspuren. Wir müssen eindeutig hier auf eine breitere Spritze auch gehen. Das muss dringend und zwingend herbei, die größere Spritze. Müssen wir sehen, ob das finanziell zum Ende der Saison drin ist, wenn wir vielleicht noch was an Getreide verkauft haben, dass wir uns da was Größeres zulegen. Ja, dann haben wir hier oben die Ecke noch zu machen. Und dann können wir den Drescher eigentlich, also noch was eh zu feucht zum Ernten, aber dann können wir den Drescher nach vorne holen zum Haferfeld, das ist ja auf jeden Fall fertig auch. Hafer, Gerste, Gerstenfeld. Wie komme ich immer auf Hafer? Ja, und können das dreschen, da wo wir auch Strohballen zum Beispiel dann pressen. Da bin ich auch am Überlegen, dass ich dann auf jeden Fall ein Strohlager setze, dass wir die vernünftig lagern können, ohne dass die uns die komplette Performance fressen, oder mir besser gesagt hier die komplette Performance fressen, weil zu viele Ballen lose ist halt im LS noch nie gut gewesen. Das ist einfach so. Ja, das ist jetzt das dritte Video für heute, Freitagabend. Das wird auch das letzte für heute. Wir haben mittlerweile 10:45 Uhr. Ich die Viertelstunde jetzt gleich voll habe mit euch, dann wird es nicht mehr allzu viel geben bei mir. Außer Bettenhausen. Mir fällt gerade auf, die Spiegel sind dieselben Spiegel wie am Kramer und der 8. Serie von Kramer. Okay. Da sind dieselben Spiegel. Ja. Sind die. Upsala, aussteigen wollte ich doch gar nicht. Also, wenn ihr euch jetzt gerade wundert, was der Kerl schwafelt, ich arbeite bei einem Baumaschinenhändler. Wir vertreiben unter anderem halt auch Kramer. Und diese Spiegel hier am Regitrack sind die Spiegel, die an der 8er Serie auch dran sind. Das heißt, von Kramer gibt es im Baubereich eine 5er und eine 8er Serie. Und an der 8er Serie sind die Spiegel dran. Das weiß ich gar nicht, aber das gucken wir jetzt mal spaßhalber. Ob an der Landwirtschaftsversion, die ja hier ist,
Ja, da sind nämlich die einfachen Spiegel dran. Genau. Es gibt bei Kramer diese einfachen Spiegel und es gibt bei der 8er Serie im Baubereich die Spiegel, wo unten nochmal dieser kleine Weitwinkelspiegel dran hängt. Da gibt es also Unterschiede. So, das Spur 1, ja, die nächste Spur ist dann wieder mit Fahrspuren. So. Aber viel dürften wir eh nicht mehr haben. Müssten eigentlich gleich schon. Ja, das ist hier jetzt noch eine Spur hoch. Gut, es macht ein bisschen einen Bauch in der Mitte. Ja, jetzt hat er wieder die Fahrspur erkannt. Also noch einmal runter. Ja, dann werden wir wahrscheinlich oben nochmal ansetzen müssen. Da ist immer so ein bisschen macht das Feld da einen Bauch. Wird nicht ganz lang, denke ich. Ja, Mod-Up ist ja gestern dieser Mod erschienen, der die Verbräuche und alles von den einzelnen Pflanzen anpasst. Also auch was Ansehen, Verbräuche beim Ansehen und so angeht. Spielt da jemand von euch schon mit? Kann man da irgendwas zu sagen? Also, ich war mir jetzt etwas unsicher, ob das hier mit Mais Plus und ProSeed und allem, was man so drin hat, denn auch dann funktioniert. Halt, Fehler gemacht. Verpiepscht. Ja, jetzt müssen wir nochmal sagen, dass es Spur 2 ist. So. Ich wollte doch bis in die Fahrspur reinziehen, damit die überlappen. So, jetzt da was. Ja, das sind so die kleinen Dinge, die man bedenken muss. Jetzt guck mal, ich habe gerade angesät, da unten ist schon Unkraut. Der könnte noch narrisch werden, oder? So, wo sind wir denn jetzt noch nicht gewesen? Hier, auf der Spur oder was? Jetzt muss ich mal kurz die Außenkamera anschalten. Ja, hier müssen wir jetzt. Hier sehen wir jetzt weiter. Könnte sogar funktionieren, dass wir mit der Spur jetzt nach unten kommen und alles haben. Das wäre natürlich schön. Ja, insgesamt, ja, kann man die Fahrspuren auch schon wieder gut erkennen. Aber hier stimmt doch, da habe ich doch einen Fehler drin. Ah, was ist denn da passiert? Also da ist auf jeden Fall einmal ein Fehler drin. Okay. Naja. Kann man nichts machen. Niemand ist perfekt. Ärgert mich jetzt trotzdem. Wie ist denn das passiert? Wie habe ich denn den Fehler da reinbekommen? Eine Spur, dann Dings, dann zwei Spuren frei, dann Dings. Und dann ist da nur eine Spur zwischen. Kurios, kurios. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, kann man nichts machen. Also, ist passiert. Was wollen wir machen? So, und somit haben wir hier auf dem Feld Mais. Und dann hoffe ich inständig, dass mein Plan funktioniert und wir dies Jahr noch halt hier nochmal Mais ernten können auf dem Feld. Das wäre natürlich ein Träumchen, da bin ich ja ganz ehrlich. So, jetzt machen wir das ganz geschickt. Jetzt schicken wir
Den zum Bauer Klein, das war so zu unserem Hof. Steigen aus, kann der losdüsen. Hier paar Meter. Hier ist der pH-Wert immer noch schlecht. Naja, also wir werden es sehen. So. Ey, Handbremse schon wieder angezogen. So. Auch den schicken wir nach Hause. Oh, ich glaube, der kriegt es nicht gebacken. Ich komme auch. Ja, probieren wir das nochmal. Liegt das vielleicht daran, dass der Drescher da im Weg steht, oder? Weil den wollte ich nämlich jetzt mitnehmen. Mal schauen, was er macht, wenn ich da wegfahre. Ne, funktioniert nicht. Vielleicht kann er den Knicklader nicht. Dann probieren wir mal, ob der Drescher da ankommt. Würde ich sagen. Der muss ja eigentlich bei Feld. Wie heißt das Feld da unten? 48. Feld 48. Ja, der fährt zumindest mal los. Schauen wir mal, ob der da unten lebend ankommt. Und dann tun wir. Okay, er kommt nicht an. Er kommt nicht an. Oh. Der ist noch nicht etwa in die Legende. Nicht ganz. Der kommt nicht mit dem. Der kommt nicht mit dem Lenkeinschlag klar. Ja. Müssen wir wohl doch von Hand fahren. Oder? Geben wir ihm noch eine Chance? Wir geben ihm noch eine Chance. Schauen wir mal, was passiert. So, dann nehmen wir ihn hier mit. Machen wir das aus. Ja, dann schauen wir mal, was passiert. Er blinkt nach rechts. Ich weiß nicht, ob der mit dem Heck Lenker klarkommt. Ja, sieht aber so aus. Da gibt doch ordentlich Guddel darunter. Müssen wir sehen, dass wir hinterherkommen hier. Ist hier schon cool, wenn dann auch mehr Bewegung auf der Karte ist und man seine Erntemaschine oder überhaupt eine Maschine fahren sieht. Und man quasi sagen kann, hier guck, mein Helfer ist unterwegs und ich finde, das macht Spaß, das macht Laune. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo der jetzt denn hin will. Wie rum der denn jetzt dahin fährt? Der kommt da unten nie im Leben um die Spitzkehre drumherum. So, er ist angekommen, das ist schön. Tun wir mal die Palette hier weg. Ja, und der will jetzt da unten gleich um die Spitzkehre rum. Das Spektakel müssen wir uns mal angucken. Oh, YouTube, ich sehe gerade, wir haben schon 20 Minuten. Das Spektakel gucken wir uns gerade mal an. Und dann werde ich mich auch verabschieden. Schafft er es? Also wenn er es da rumschafft, bin ich natürlich hellauf. Der hat das geschafft. Wow. Ich bin begeistert. Ehrlich. Nicht schlecht, Herr Specht. Jo. Gut, YouTube.
Das soll es gewesen sein. Wir sind bei jetzt exakt 20 Minuten. 5 Minuten Überzug. Extra lange Folge. XXL. Ich sag tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.